Ich dachte, ich sei bereit. Doch wie sich herausstellen sollte, war ich das nicht. Ja, und damit herzlich willkommen zum Level Let's Play Pfadfinder. Level 9 auf Level 10. Wir müssen 8 Gegner mit einer Feuerwaffe töten. 2x4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln in Folge vollführen. Und 2x10 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Und eine Behemoth zerstören. Da freue ich mich ja schon total nicht drauf. Ach ja, aber als ich gefragt wurde, diesen Gilly, wo es den hergibt, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das ist der Arcturus Ghost Gilly. Ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe. Ich habe den mit allen Charakteren und ich weiß nicht mehr, wo der her ist. Es kann sein, dass es den vielleicht exklusiv für Delta Company Mitglieder gab oder für eine Teilnahme an irgendeinem Event oder so. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Die Tatsache, dass ich den mit allen Charakteren habe, spricht eigentlich dafür, dass es den im Shop gibt. Aber im Shop habe ich jetzt so nur den Arcturus Warrior Gilly gefunden. Der ist so ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Ja, keine Ahnung mehr, wo der her ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Tut mir leid. So, guck mal, da haben wir die ersten 3 Opfer. Wunderbar. Perfekt. Die ersten 3 waren sogar Headshots. Das heißt, noch ein Headshot. Und dann haben wir eine von 2. 4 Kopfschüssen mit 4 Kugeln in Folge. Das hat einen Schießer aus Versehen. Ach, da stehen sie. So. Und wieder den ersten. Ich meine, da steht ja im Grunde nicht mit welcher Waffe, ne? Wo sind die? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Oh, ich habe Voice-to-Tech natürlich vergessen anzumachen. Aber weißt du was? Ich habe mir das ja jetzt auf einen schönen Shortcut gelegt. Da kann ich ja kurz die Aufnahmen pausieren. Und da bin ich auch schon wieder und Voice-to-Tech ist an. Team, zu mir. Gut, funzt. Sehr gut. Da. Bin noch ein bisschen näher ran, nur um sicher zu gehen, dass ich auch treffe. So, Nummer 3. Das heißt noch einen und dann haben wir die 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln in Folge auf jeden Fall schon erledigt. Ich meine, da oben ist irgendwie eine Basis. Wo sind wir hier überhaupt? Nur mal so. Okay, wir sind in Lake Country im Cameron's Forest. Alles klar. Gut zu wissen. Hier ist halt ansonsten weit und breit halt auch echt gar nichts, ne? Ich höre ein Depot. Ich sehe ein Depot. Die Baumblätter-Gilly-Kapuze. Ach ja, genau. Den Baumblätter-Gilly, den gibt's mit dem Pfadfinder in taktischen Depots. Ist da jetzt auch Bescheid? So. Ich darf leider nicht aufs Auto schießen, damit die aussteigen. Oh. Hier haben wir ein Behemoth-Gebiet. Ich hätte ja dafür jetzt echt gerne einen Heli, ne? Für die Behemoth. Ich will nicht daneben schießen. Bam. So, damit haben wir die Kopfschüsse. 4 Kopfschüsse mit 4 Kugeln in Folge. Wenn ich da vorne jetzt noch einen töte, ohne entdeckt zu werden, haben wir auch die ersten. Ja, rutsch noch langsamer. haben wir dann auch die ersten von
Also einmal 10 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden. Zack. Ups. Ist der jetzt tot? Jo, der ist tot. Sehr gut. So, und da oben haben wir die Behemoth. Das Problem ist, bei Behemoths, für die würde ich, glaube ich, sogar den Fixit nochmal aktivieren. Mit einer... Ja. Ich krieg den so nicht klein, das kann ich ja jetzt schon sagen. Gerade auf Extrem, so schnell tot. Und die Behemoth weiß halt auch immer genau, wo du bist. Auch mit dem Amaros-Interface und so. Und es ist immerhin keine Gas-Behemoth. Als Pfadfinder habe ich natürlich leider keine... Dingens, wie heißt's? Kein Tarnspray. So dass ich nah an den rankommen würde oder könnte. Ich kann natürlich trotzdem die MK2 Splittergranaten ausrüsten und die MK2 C4 Ladungen, aber ich bezweifle, dass ich so nah rankomme. Ich habe die Tarnung. Auf diesem Speicherstand hier ist die Tarnung noch nicht großartig ausgebaut, ne? Nee, die ist noch Stufe 1. Schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich kann es so versuchen, aber... Moin! Na toll. Nochmal... Oh, oh. Ich habe vergessen, den Fixe zu aktivieren. So. Und jetzt Feuer! Machen wir langsam Fortschritte. Ich weiß nicht, soll ich den Fixit jetzt noch aktivieren? Ach komm. So, Fixit. Du darfst mitspielen. So, schlag mal nach. Hab ich schon. Gut. Na toll. Da ist der Vasili schon down. Ist ja perfekt. Oh oh. Oh oh, die hat mich gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinziele. Ich pack das Ding wieder weg. Wow, ja. Hey, 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 hey. Ja, siehst du, das ist das, was ich gemeint habe. Die weiß halt genau, wo ich bin. Ich meine, Sensoren so, ja, dies, das. Ich laufe wie eine Schnecke. Oh, und der ist... Natürlich! Renn! Oh, oh. Boah. Holy shit, das war knapp. Hier haben wir eine kleine Höhle. Ah, das ist doch perfekt. Ich denke, die kann mich hier nicht treffen. Dann würde ich sagen... Ich hoffe, die trifft mich wirklich nicht, sonst habe ich ein Problem. Nee. Sehr gut. So, bin ich jetzt verletzt? Nee. Auch nicht verwundet. Sehr gut. Dann ab geht's. Amaros Interface. So, Rakete ist 4. Schneller! Ich weiß nicht, ob ich die so klein kriege. Ich weiß es echt nicht. Schneller!
natürlich weicht sie aus. Meine Gott, genau, meine Güte wollte ich sagen. Komm, die eine kriege ich noch, den Angriff, oder? Ja. Das war ein direkter Treffer. Und schießen wir alles noch einmal durch. So. Ich habe ja noch drei, also nochmal. Aber ich glaube, mit Sprengwaffen so kriegt man die gar nicht unbedingt so gut klein, aber das werden wir gleich sehen. Sicherheitsverstoß festgestellt. So, einmal scannen. Und Feuer. Ich habe irgendwie das Gefühl, es macht ja gar nichts aus halt, ne? Aber es ist vielleicht auch nur ein Gefühl, das werden wir gleich sehen. Das war definitiv ein absolut direkter Treffer. Die kriegen wir so nicht klein, glaube ich. Ich glaube, die kriegen wir so nicht klein. Holy shit. Wobei, das war jetzt schon ein größerer Angriff, ne? Kann sein, dass es ihr doch ein bisschen was erzählt. Vielleicht reicht's ja. Und auf ein neues. Gott sei Dank gibt es da unten so eine kleine Höhle. Sonst könnte ich das hier nicht machen, ey. Ist halt voll schade, dass die... Ja, guck mal, wie viel die schießt. Einfach großflächiges Bombardement. Mag Behemoths nicht. Mag ich wirklich, wirklich gar nicht. Vor allem nicht auf Schwierigkeitsstufe extrem. Gut, mit dem Heli geht's. Und dafür bräuchte ich jetzt bestimmt auch ein paar Versuche. Also die ist definitiv schon in einem... Guck mal, steht ja auch einer. Was ist er denn? Wo ist er? Sehe nicht. Markierung schon wieder weg. So, der letzte. Das letzte Armaros Interface. Der letzte Zugriff auf die Drohne. Auf dich zu bewegen. Versuche, so ein bisschen auf den roten Bereich zu schießen, wo die Drohne am meisten Schaden nimmt. Aber ich glaube, da richten Kugeln mehr Schaden an. Oh oh, wir haben hier unten Gegner. Jetzt fährt die natürlich. Ach, Mann. Ach, ja. So, wo sind die? Die sind relativ nah, habe ich das Gefühl. Aber ich sehe die von hier unten nicht. Also, vielleicht sehe ich auch selbst die Markierung nicht. Das kann natürlich sein. Wer lebt noch? Team zu mir.
kann hier halt auch nicht mehr raus, ne? Ich muss mal mit der Drohne checken, wie es hier aussieht. Oh. Okay, wir haben einen Haufen Gegner hier. Boah. Alter Falter. Ich müsste eigentlich aus der Höhle raus, links rum und da hoch. Aber da haben wir hier halt natürlich auch noch den Gegner. Oder die Gegner. Hier haben wir auf der anderen Seite links haben wir den anderen Gegner. Ah. Gott, gut, die sterben jetzt wahrscheinlich. Friendly Fire. Aber die Drohne qualmt, so wie ich das sehe. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber. Und weg. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss, tschüss, genau. Ja, auch guter Befehl. Vorsicht, Mörserbeschuss. Granaten sind alle. Der Feind greift mit Mörsern an. Oh Gott, ich stehe draußen. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst vor dem Inventar. Eieiei. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. EMP-Granaten! EMP-Granaten! Warum fällt mir das erst jetzt ein? EMP-Granaten, MK2. Ich meine, die machen nicht mehr viel, aber EMP-Granate und C4. Ich muss nur nah genug rankommen. Ich muss nur nah genug rankommen. Der da unten, der gefällt mir nicht. Tschüss. Sag mal, wo ist die Drohne? Da. Was? Na toll. Es hat geklappt! Es hat geklappt! Hä? Die Behemoth steht da als zerstört, aber die ist noch doch. Die, hä? Geht schon wieder. Was? Kampfdrohne aktiviert. Zeig mal, was du kannst. Mehr Feuerkraft fixet. Was? Moment, ich hab Fiebel erwischt. Hä? Es ist Bug. Bugpoint. Eine zerstörte Behemoth überfährt mich. Es ist Bugpoint. Fuck. So geht das. Muss ich noch machen, damit die jetzt ganz kaputt ist. Sie sehen uns nicht. Wir sind die. So, jetzt ist sie ganz kaputt, oder? Ja, jetzt ist sie ganz kaputt. Was ein Scheiß. Kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe ja scheinbar mit dem einen C4 die linke Gatling weggesprengt und das zählt dann als zerstört. Gut, von mir aus. Okay, aber die behindertste Aufgabe, um auf Level 10 zu kommen, haben wir damit auf jeden Fall erledigt. Sehr gut. So. Ja, Fixit, du darfst jetzt auch wieder nach Hause gehen. Du bist beurlaubt. Geh doch da drüber. Mach da nicht. Na toll. Hier vielleicht? Ja. Wenn ich schon mal hier bin, auch wenn ich diesen Charakter nur spiele im Level-Let's Play. Aber dann kann ich mir natürlich ja auch das Zeug nehmen. Ja, natürlich hat das jetzt wehgetan. Sonst nix hier? Doch, da.
Zu meiner Position. Wir gehen sofort los. Schalte auf Nachtsicht. Langsam. Feind in Reichweite. Im Moment kommt es vermehrt zu Protesten. Sie sollten zu Hause bleiben. Warum durchkämmen wir die Gegend? Hier ist doch nichts. Gutes Ding, Ghostlied. Schießt jemand? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Scheiße!
gesichert. Hau rein. Ich hol dich wieder ein. Richtig gut. Das Ding, Ghostlied. Scheiße. Nicht schlecht, Boss. Oh Gott. Schafft ihr ins Camp? Das war's mit dem Versteckspiel. Gutes Ding, Ghostlied. Da muss ein Nest sein. Die wissen ganz genau, dass wir hier sind. Hey! Versteckt sich niemand. Richtig gut.
Pass auf, es sind Feindeinheiten in der Nähe. Irgendjemand ist hier. Jetzt wird es ernst. Perfekt, ich bin direkt hinter dir. Also geht kein Risiko ein, bis wir sie haben. Such weiter! Wo steckst du? Da draußen ist... Scheiße. Komm, gib nicht so an. Da sind welche in der Nähe. Die wollen spielen. Vorsicht, wir sind... Mein Sektor ist sauber. Scheiße. Ich sehe eine feindliche Einheit. Schöner Treffer. Alles sauber hier. Los, ich finde dich. Ding, go. Oh, yeah.
Ich schalte auf Nachtsicht um. Ich schätze mal die Lage ab. Damit sind wir in einem... Gehe auf Nachtsicht. Guter Schuss. Bedrohung ist in der Nähe versteckt. Finden und identifizieren und angreifen. Genial. Kein Sichtkontakt. Sie sind hier. Identifiziert die Bedrohung. Nicht wahr? Sucht weiter. Sie müssen hier sein. Seid bereit. Identifizieren gleich und angreifen. Auf. Bereit halten zum Angriff. Das war's. Alles klar. Hau rein. Ich hole dich wieder ein. Der Sniper schießt gleich. Taktisches Depot in der Nähe. Hm.
Weltbevölkerung zu gewährleisten. Ich habe mal gesehen, wie eine Rakete. Ein bisschen mehr Chancengleichheit. Ich hab eine Granate. Gut, das kriegen wir hin. Nicht schlecht.